Hallo alle zusammen und willkommen zurück zu Eep. Mein Name ist TrueMG und in der letzten Episode fiel ja quasi alles aus dem Rahmen, wenn ihr mir dieses Wortspiel erlaubt. Jawohl, also die deutsche Version. Ich bin natürlich dankbar dafür, dass sie überhaupt übersetzt wurde, denn damit verstehen wir das meiste. In erster Linie verstehe ich das meiste. Teilweise wurden allerdings so massive Schnitzer eingebaut, dass nicht mehr ganz der Sinn des Originals zu verstehen ist und auch teilweise Rätsel schwerer wurden. Denn schaue unter dem roten Fleck ist etwas anderes als schaue südlich des roten Flecks. Ist jetzt nur eines der Beispiele. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass Garys Sprachstil nicht mehr so wirklich dem Original entspricht. Er spricht eigentlich etwas femininer. Gut, lässt sich jetzt nichts dran ändern. Ich nehme alles so, wie es ist. Und spreche auch Gary so, wie wir ihn hier kennen, als die verrückte Katzenlady. Jo. Ihr schrieb mir, ich sollte doch eventuell mal mit Gary sprechen. Das hat irgendwie einen Einfluss auf das Ending. Oder es würde mich in besonderem Maße überraschen. Ich bin ja nun derjenige, der sich nicht gerne was sagen lässt und lieber so spielt, wie es ihm passt. Und wenn man ihm sagt, ja, mach mal das und das, dann mache ich gerne mal das Gegenteil. Aber da es ja noch so etwas gibt wie Community und so, sprechen wir ihn einfach mal an. Oh, Eep, wie alt bist du? 9? 9! Wow, das ist ziemlich jung. Aber Kunstausstellungen sind bestimmt spannend für dein Alter. Ich bin ein wenig davon gelangweilt. So siehst du überhaupt nicht aus. Ja, gut. So, wir können unsere Rose hier auffüllen. Obwohl, 4 Blütenblätter, ich bezeichne sie jetzt als Blütenblätter, sollten ausreichen. Jawohl. Na dann, Eep, bist du bereit, wieder rauszugehen? Hör auf ins Horrorabenteuer. Ich meine, ins Horrorabenteuer. Okay, dann lass uns gehen. Das Bild ist wieder da. Und da. Denn wie kam man ja hier schon einmal vorbei? Hä? Knock, knock. Knusper, knusper, Knäuschen, wer klopft da an meinem Häuschen? Nichtsdestotrotz finde ich den Stil doch etwas arg steril. Ich muss mich immer wieder aufs Neue dran gewöhnen. Zur Tür gehen wir jetzt nicht, wir sehen uns erst einmal um. Okay, wir haben da wieder Schaufensterpuppen. Hier können wir speichern, das ist gut. Was soll dieses rauschige Bild? Milchpuzzle. Eep, hast du schon mal etwas von Milchpuzzle gehört? Nein. Nun, wie der Name schon sagt, sind alle Puzzleteile weiß wie Milch. Und da es keine Bilder darauf gibt, ist es viel schwieriger als ein normales Puzzle. Sehr intelligente Leute können sie in kurzer Zeit lösen, so wie ich. Aber um ehrlich zu sein, sie sind nicht sehr spannend, da es am Ende kein Bild ergibt. Es macht viel mehr Spaß, ein Puzzle mit einem Bild zu lösen, das du magst. Das ist richtig. Ich suche mir mal gern zuerst die Ecken heraus. Das Bild bewegt sich. Es ist ein Videospiel. Fliegende Gedanken in einer Mondnacht. Da fliegen sie. Die Pixelgedanken. Springt dir was raus? Ein Spiegel. Spiegel machen mich nie nervös. Ein Spiegel. Ein Spiegel. Nichts verändert sich diesmal. Verschlossen. Was hat es mit dieser Vertiefung auf sich? Können wir etwas reinstecken? Zum Beispiel meinen Penis. Ich habe echt keine Idee. Sehen wir uns doch etwas um. Diese Statue. Statue wird so nicht geschrieben. Und das ist doch keine Statue. Sie blockiert den Weg. Hurdur! Okay, das sollte reichen. Ich find's etwas komisch, dass er eine rote Puppe verschieben kann. Ein Seil hängt von der Decke. Ja, ziehen wir mal dran. Erschlag mich! Wir sehen uns noch ein wenig um. Ich habe das Gefühl, wir sind an sehr vielem vorbeigelaufen. Und ich denke, das ist nicht nur ein Gefühl. Ich habe allerdings das Gefühl, dass wir bald auf einen neuen Charakter stoßen werden.
Aha, da steht etwas an der Wand. Wie heißt der Titel des großen Gemäldes auf dem Boden in Guardenas Ausstellung? Könnte es das Passwort sein? Das große Fischgemälde, richtig? Hast du es gesehen, Ib? Aber wie hieß es? Ich glaube, es war irgendwas der Tiefe. Es war bloß ein Wort. Ib, kannst du dich erinnern? Der Tiefe, was? Was der Tiefe? Abgrund der Tiefe. Abgrund der Tiefe. Ah, ja, so war es, Ib. Abgrund der Tiefe. Hast du den Titel gelesen? Oh mein Gott, das ist ein Titel. Okay, merken wir uns das. Abgrund der Tiefe. Ich hoffe, es war Abgrund der Tiefe. Ja, ich denke, es kommt ein neuer Charakter hinzu. Bislang wurden wir immer nur von der... Hineinsehen. Von der Frau in Rot verfolgt, da wir auch die Besitzerin der roten Blume sind. Der Rose halt. Dann kam Gary hinzu, der Träger der blauen Rose. Und... Der Ausgang ist blockiert? Was ist denn los? Der Träger der blauen Rose, wie gesagt. Roter Knopf, das ist ein roter Knopf. Da drücken wir mal. Ah! Das war eine miese Idee. Ja, und dann fingen halt die Blauen an, sich zu bewegen. Tagebuch. Man sagt, dass Geister Besitz von Gegenständen ergreifen, die Menschen wichtig sind. Ich fragte mich immer, was wäre, wenn das wahr ist. Denn das muss dasselbe auch für Kunst gelten. Ich habe mich heute in meine Arbeit gekniet, sodass mein Geist in meine Kreation fließt. War das wirklich alles? Warum kann es uns nicht über den Ausgang sagen? Lass uns hier raus, Ib. Wir können einfach drüber klettern. Es ist nur eine Absperrung mit einem Seil. Drücken wir einfach mal alles. Ja, und dann fing plötzlich an, uns eine weitere Farbe zu verfolgen, wenn ihr so wollt. Aha. Und diese Puppen haben es ganz offensichtlich auf die Blumen abgesehen. So. Und jetzt werden wir die Vase benutzen. Thank you. So, fangen wir jetzt rückwärts an zu speichern. Und ich weiß von einem Artwork, dass ohnehin noch ein weiterer Charakter hinzukommt. In welcher Art und Weise ist mir jedoch nicht bewusst. Tja, was brachte das jetzt? War das nur eine Falle? Nicht Puzzle. Hier nochmal speichern? Ja, hier nochmal speichern. Oder eine Tür hat sich jetzt geöffnet. Verschlossen. Achso, natürlich, das Passwort. Abgrund der Tiefe, das geben wir in diese Vertiefung ein? Übersetzung? Hat das was mit Übersetzung zu tun? Ich zweifle jetzt immer daran. Immer wenn irgendwas Komisches kommt, Übersetzung, die Übersetzung war's. Ein Geräuscherklang. Okay, schien richtig zu sein. Oder auch nicht, wir wissen es dennoch noch nicht. Das Öffnen der Tür muss überhaupt nichts bedeutet haben. Es kann auch sein, dass sich durch das Passwort halt der Inhalt des Raumes verändert. Ich meinen Finger über ihre wunderschönen... Sie hat mit ihrer... Das ist ganz genau. Gary schließt das Buch. Lese was nicht, bis du älter geworden bist. Aber ich will es jetzt lesen. Diese Frau spielt gern, er liebt mich nicht. Oh. Blüten von Blumenzupfen. Er liebt mich nicht. Trennung. Was für ein deprimierendes Gemälde. Rot auf schwarz oder schwarz auf rot. Was? Das Licht. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich kann nichts sehen. Ib, bist du noch da? Nein, ich bin ein kleines, armes, verletzliches Mädchen. Bist du noch da? Bin ich nicht. Verdammt! Ich bin hier. Das ist gut zu wissen. Bleib genau da stehen, okay? Aber das ist ein Problem. Stimmt ja. Was ist ein Problem? Ich habe vergessen, dass ich ein Feuerzeug habe. Oh nein, Wachsmalstift ein... Wachsmalstifte? Was ist das? Was ist hier nur los? Don't kill me. Stop, stop, Aaron, stop,
Ich glaube nicht, dass das gut für meine geistige Gesundheit ist. Ich kann auch nicht lesen. Er ist eigentlich so eine richtige Mimose. Ein Hinweis für alle Besucher. Sehr strenges Verbot von Feuerzeugen in der Galerie. Wir bitten darum, dass jegliche Benutzung eines solchen Gegenstandes umgehend gemeldet wird, sollte den Mitarbeitern von der Benutzung berichtet werden. Das sieht unglaublich hässlich aus. Okay. Ich folge besser nicht blutigen Fußspuren. Noch nicht. Jo. Immer noch nichts. Ach, Gary. Du und dein Feuerzeug. Aha. Hallo, anderer Charakter mit grünem Kleid, sowie die Dame in Grün, die uns anfing zu verfolgen. Ah. Tolle Animation. Mag ich. Wow, bist du okay? Warte. Hey, bist du... Kann es sein? Bist du ein Besucher der Kunstgalerie? Ah. Wie ich es mir dachte. Ich bin Gary. Und dieses Mädchen hier ist Eve. Ich habe gehört, es soll fast so ausgesprochen werden wie Eve. Oder? Nee, Eve... Aber es klingt halt so ähnlich wie Eve. Ne? Eve? Eve. Genau so war das. Richtig. Wir waren in der Ausstellung, aber irgendwie sind wir in diesem Ort gelandet. Und jetzt versuchen wir beide einen Weg hier rauszufinden. Vermutlich tust du dasselbe? Ich habe nach anderen Leuten gesucht, die hier sind. Ich wollte hier raus, also... Ja, ich wusste es. Nun, möchtest du mit uns mitkommen? Hä? Allein ist es hier gefährlich. Hier laufen einige komische Kreaturen umher. Zum einen ich. Also, willst du mit mir und Eve mitkommen? Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir zusammenbleiben würden. Ja, ich komme mit. Dann ist es entschieden. Oh, wie ist dein Name? Mary Sue. Gary Stu und Mary Sue? Ich denke, das ist durchaus so beabsichtigt. Mary also, nett dich kennenzulernen. Ja. Zumindest redet sie nicht so viel. Nett dich kennenzulernen, Eve. Sicher. Ah, oh, bitch, please. Nett dich kennenzulernen. Die, danke. Ich bin ein nettes Mädchen. Alles klar. Jetzt, da wir mehr Begleitung haben, können wir optimistischer weitergehen. Denn jetzt werden wir von noch mehr Monstern verfolgt. Hey! Yay. Yeah. Die Gewalt eines Streits. Wir gehen nochmal zurück, um zu speichern. Hallo, Buch. Mary. Jupp. Moment. Orangene Schrift. Dann... Hat sie eine gelbe Blume? Rose? Möglicherweise. Das Bild deutet auch darauf hin. Ah. Oh, nee, gut, die können wir uns aufsparen. Da steht eine Vase auf der anderen Seite. Benutzen wir sie nur für den Fall. Warum? Nein! Ich habe meine Rose bereits erfrischt. Ach komm schon, wirklich. Sag Eve und ich haben beide eine Rose. Ach so, wegen der Sequenz. Mary, hast du auch eine? Ja, habe ich eine gelbe Rose. Ah. Aber wurden wir nicht von der Dame in Grün verfolgt? Oder war es die Dame in Gelb? Werde ich irgendwann nochmal nachsehen. Eine gelbe Rose. Ah, es stimmt. Passt gut drauf auf, ihr zwei. Verliert sie bloß nicht und gebt sie niemandem und... Wow, Ibs Rose ist rot. Meine Rose ist gelb. Ich mag gelb, aber ich mag auch pink. Oh, und blau. Lerne, mir zuzuhören, in Ordnung. Ja. Nee. Whee. Yay. Welcher könnte es sein? Wir werden sehen. Das kotzt mich jetzt richtig an, dass wir die Vase benutzen mussten. Blume des Neides. Oh Gott, Farbbedeutung.
Mag dann wohl gelb sein, oder? Rote Augen. Meine Güte, dieses Gemälde, dieser Raum. Warum muss es so beunruhigend sein? Hä, wirklich? Ich finde, es ist niedlich. Was? Was ist daran ist niedlich? Ich denke einfach, dass es das ist. Was denkst du, Ib? So viele Entscheidungen. So vieles, dass sich auf das Ending auswirken könnte.